Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Es gibt ein neues Accessory. So, Raptor Evolution gegen. Erscheinen der Monarch. Genau. Ihr seht, heute ist der Obelisk Festisch unterwegs. Lachen kannst, Mann. Eine verdeckte Karte. Du kriegst noch eine zu sehen. Bist du wieder weit vom Mikro weg? Nicht mehr als sonst, dachte ich jedenfalls. Okay, da kann man. War leiser. Okay. Ich den jetzt in Rotation? Ja, eigentlich schon. Oh, warte mal, darüber habe ich ja gar nicht nachgedacht. Der ist ja nicht negated. Sure. Okay, das wird wehtun. Also, ich brauche mal ein bisschen Platz. Also geht jetzt nach da oben. Wird ja immer voller. Okay, ich denke mal, dass wir jetzt angreifen. Aha. Dein Monster. Dein Ernst. Ist ein Monster zu wenig. Wow. Das ist ja alles irgendwie ein bisschen suboptimal. Okay, egal. Die sind zwar schwach, aber die bleiben jetzt liegen. Ja, Mist. Hast du ein Monster in der Hand, das du spielen kannst? Was ist denn jetzt schon wieder dein Problem?
Ist das nicht was hier ist? Ich verstehe nicht so ganz dein Problem. Du weißt eigentlich meine Handkarte, also. Und vor allem, ich hätte eher erwartet, dass es mal nachkommt. Lass mich einziehen. Ah, okay, jetzt hast du genug Artikel. Warte mal, soll ich den überhaupt beschwören, ist die Frage. Der ist ja eigentlich gar nicht so stark. Ich könnte natürlich trotzdem machen. Ja komm, die haben eh alle nur 100. Dann baue ich den aus denen. Okay, das wäre dann das. Ich hätte den irgendwie lieber auf der Hand, aber ich will sicherstellen, dass ich ja drüber komme. Okay. Das verdient sowieso. Halt doch mit dem Starken zuerst an, Mann. Danke. Ist nicht so, als könnte Doppelbeschwörung und Spiritismus dich aufhalten. Ich hatte nicht am Schirm, dass du schon niedrig genug warst. Okay. Jetzt habe ich auch noch. Dingens. No rank up. Das ist mal ein Start. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich keine Effekte gegen dich benutzen kann, weil das sind, glaube ich, alles Effekte, die mit Spezialbeschwörungsmonster zu tun haben und das tust du ja nicht. Ja. Aber ATK ist natürlich trotzdem. Okay, normen wir den. Kommt der Flaming Elanius. Okay. Vor dem habe ich jetzt keine Angst. Nicht?
könnte jetzt, aber das macht glaube ich nicht so viel Sinn. Okay. Ja, legen wir dich jetzt da hin. Das müsste eigentlich gehen, oder? Der Effekt ist universell. Ist ungünstig für dich. Hey, ich gewinne also. Ich meine, wenn du Monarchen aufs Feld kriegst, dann vielleicht. Wo ist mein Monster? Könntest du auch zuschauen? Vielleicht so. Okay. Das heißt, kann nichts mehr tun, außer das hier. Jetzt kommt immer nach. Warum? Ich meine, du hast die Karte aktiviert, die dir die Möglichkeit gibt zu rebooten. Was? Ich dachte, sie gibt mir nur die Möglichkeit. Oh. Die hat noch einen anderen Effekt, ja. Ist mehr oder weniger wie Doppelbeschwörung. Nur. Ich habe mich gewundert, warum man mir noch anbietet, dass ich was machen darf. Ach, voll. Ah, krass. Ich habe jetzt ein klitzekleines Problem, weil es ein obligatorischer Effekt ist. Ja, den musst du machen. Du musst eine der beiden Verdeckten aufgeben. Ja, ich benutze meine Jesus. Ja, cool. Ich kann, also dann hätte ich gar nicht Spalt als erste von den 5 Karten nehmen müssen. Oh. Ja, das ist vielleicht ein bisschen doof für dich, das stimmt. Vor allem habe ich jetzt keine Wand mehr. Mein Gott, die haben auch noch 500. Jetzt hast du mir meine Wand genommen. Das stimmt. Weil ich ihn jetzt wieder auf der Hand habe. Toll. Okay, schauen wir mal. Wir beschwören den. Dann beschwören wir den. Und mein Gott, die haben alle so wenig ATK, das ist unglaublich. Okay, dann gehen wir auf den und holen uns den. Oder soll ich den? Dann müsste ich halt den Tributen, was keinen Sinn ergäbe. Also, wo ich den. Oh, die Musik. Ist das genug? Als ob du das jetzt hingekriegt hast. Ja, ist das kein Monster, das stimmt. Der hattest du also zweimal. Ja,
Aber ich hätte halt gerne nächste Runde gemacht, damit ich ihn auch tributen kann. Gibt aber keine nächste Runde. Ich meine, am besten kommt die Karte natürlich, wenn du sie quasi im gegnerischen Zug machen kannst. Auf irgendeine, aus irgendeiner Reaktion oder so. Wow, das ist wirklich nicht die beste Hand. Ich könnte aber... Ja gut, okay, ich könnte trotzdem. Naja, will ich aber nicht. Lohnt sich so nett. Ja. Okay. Kommt was? Mal schauen. Redest wieder leise. Ja, warte kurz. Ah, jetzt besser. Ja. Ah, da, das ist eine gute Lösung. Eine gute Lösung. Ein Lösungsmittel. Doppelbeschwörung. Okay, okay. Dann kommt jetzt ein Monarch. Oder? Bam! Okay, der. Okay, das. Das. Du hast genau den richtigen Monarchen gespielt. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Es ist Möbius aus dem Marvel-Universum. Aus dem Marvel-Universum. Ja, hast du gesehen, was du zerstört hast? Ja, it's Morbin time. Oh Mann. Ich wünschte nur, mein Festungskrieger wäre noch da. Aber ich hatte kein anderes Opfer. Ja, aber du musst ja Kartentributen, das so funktioniert das. Mal gucken, ob mein Monarch überlebt. Ich bin gerade am überlegen, warte mal. Ich kann jetzt das machen. Ich habe nicht wirklich mehr Plays bekommen, muss ich sagen. Was ist das? Einen. Der Ding ist aber, der ist nicht von Dinges immun, oder? Du kannst noch zwei direkte Angriffe tanken. Ja gut, okay, ich könnte aber... Ja, okay, machen wir das. Dieser Kacke, weil ich seinen Effekt nicht nutzen kann. Oder noch einen zweiten von ihm nicht nutzen kann. Was du da hast, dass das die ganze Zeit so die wird. Mir fällt gerade auf, ich habe mir nicht das Monster, ich habe ganz vergessen, dass ich mir eigentlich ein bestimmtes Monster suchen sollte. Jetzt habe ich mir einen Lanius gesucht, anstatt das Monster, was ich eigentlich suchen sollte. Bin auch so schlau. Mit dem greifst du jetzt aber nicht, ja. Hä, doch, natürlich. Und dann zerstörst du mich. Okay, ja, das stimmt, das habe ich gar nicht so bestimmt, das kann der ja auch.
Sache ist, er hat nur 1000 ATK, also kannst du vielleicht sogar drüber rennen mit irgendeinem von deinen anderen Viechern. Ja, klar, absolut. Der, ja, der kommt, glaube ich, einer, oder? Wie viel ATK haben die? Ja gut, er nicht. Aber wenn du ihn beschwörst, heißt das, dass du gleich Monarchen beschwörst. Klar, Mann. Hast du ein Monster in der Hand? Warum ist das relevant? Sag einfach ja, bitte. Oder nein. Warum ist das relevant? Du... Ich glaube schon, du hast vorhin einen Angriff geholt, oder? Ja genau, verfolgt das Duell, dann weißt du es doch. Dann kommt jetzt... Aber warum ist das denn relevant? Wen hättest du denn sonst beschwören können, der keinen Sinn machen würde? Nein, er macht auch Sinn, aber halt anders. Ich wollte nur sicher gehen, dass du Damage kassierst und ein Monster verlierst. Und Tetanus sorgt dafür, dass du ein Monster verlierst. Oh, sogar Stufe 4. Hä? Ja, die sind und? Alle Stufe 4 im Deck. Ernsthaft? Oh. So, ich hole mir da mal 9. Das hat mir dann nicht so viel gebracht, ehrlich gesagt. Na, mein Deck ausgedünnt. Noch ist nicht Game Over für mich. Keine zweite Spiegelkraft. Habe ich Glück gehabt. Noch 2 direkte Angriffe und du bist hin. Jetzt überlege ich gerade. Die Problematik ist, dass keiner von denen das hat. Weil wenn er das nicht hat, kann er das nicht. Das ist ja der Scheiß. Okay. Okay. Sure, das ist zwar die radikale Lösung, aber gut. Bitte? Nicht. Eine altmodische Karte. Ja, das stimmt wohl. Gibt es eigentlich mal neue schwarze Löcher? Alt. In Spiegelkraft gibt es ja auch ein halbes Deck voll, aber schwarzes Loch. Es gibt eigentlich nur weißes Loch. Ich glaube, mehr Löcher gibt es eigentlich nicht. Was macht das überhaupt? Das ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Hey, man könnte ja echt kreativ sein. Da zerstöre, könnte halt Verbanne vorkommen oder lege aufs Deck zurück oder was weiß ich. Oder wie wär's mit einem Würfel schwarzes Loch, wo du würfelst, wie viel Monster du auswählen kannst. Oder der Würfel entscheidet, ob es als Zerstörung gilt oder als Verbannung oder einfach nur legen. Okay, ja. Interessante Idee, die du hier auspackst. Ja, ich brauch mehr Würfelkarten. Spielst du noch? Ich weiß halt nicht wirklich. Ich greife einfach nur mit ihm an, ich weiß nicht. Was genau hast du eigentlich in deiner Backrow? Eine Karte. Also solange es nicht Spielkraft ist. Ich leg das mal hier hin. Aha. Infinite Impermanence. Und dann greife ich dich hier mit an. Mit dem? Ja, oder mit dem. Okay, das wird ein Monarch. Hast du noch einen Lanius? Wenn er ein Monster auf der... Ich hab beinahe selbst angeklickt, mein eigenes Monster. Okay. Machst du das immer in der Reihenfolge? Warum nicht? Ja. Die Sache ist halt, dass wenn du es so rum machst, Saborg negated werden kann und wenn du es andersrum machst, nur der Sarkiger negated werden kann. Ah, gut, dann danke, dass du nicht negated hast. Ich meine, ich kann es in dem Deck jetzt nicht, aber gibt sicher Decks, wo das vielleicht passieren könnte. Okay. Du hattest echt noch ein Lanias. Zeig mal, ja, dreimal im Deck. Also entweder du willst deine zweite Spiegelkraft nicht benutzen, oder es ist tatsächlich was anderes. Was laberst du mit einer zweiten Spiegelkraft, Mann?
Als wenn ich keine anderen Fallen als Spielkraft in diesem Deck hätte. Na, es muss ja was sein, was sich triggern lässt. Ja, in der Endphase. Das ist nicht die Spielkraft auf jeden Fall, das kann ich dir sagen. Ah, okay, ja. Dazu funktioniert Spielkraft. Also etwas, sicher, nur, wenn du angreifst. Ja, okay, du hast etwas, das dich immer folgt. Keine Ahnung, was in deinem Deck noch drin ist. Ja, das ist alles für so blöd. Zieh ich was Gutes. Ja. Damit kann ich arbeiten. Ich glaube, damit kann ich arbeiten. Oh, das hast du. Du hast alles wiedergebaut. Prinzip, zurück an die Front. Sure, das hat keinen Effekt darauf. So, also es gibt jetzt eigentlich nur noch einen einzigen Weg, dich zu outen, denke ich. Das müsste über den sein. Ich darf nicht eben wählen, ich wähle selber. Okay, wo ist mein Monster schon wieder hin? Ja, schaust du das Duell bitte auch an? Es quält mir nicht, dass du das getan hast. Ich sehe auch kein Comeback bei mir. Ja, ich weiß nicht, was du auch da handelst. Heißt, jetzt bräuchte ich einmal die andere Falle und habe sie in dem Duell nicht bekommen. Nächste Runde überlebe ich noch, je nachdem, was für ein Monster du ziehst. Du kannst dir eins pullen, das genug ATK hat. Dann überlebe ich es nicht mehr, außer ich spiele den. Aber wenn ich den spiele, habe ich ihn nächste Runde nicht mehr. Das ist eine unmögliche Situation. Jetzt bringt mir die Karte, die ich in der Hand habe, nichts mehr, weil ich nächste Runde sowieso nur noch ein Monster haben kann und nicht zwei. Kann ich sie genauso gut gleich benutzen. Okay. Zieh ich wenigstens was. Ich meine, du hast eine Sache sowieso nicht so ganz bedacht. Weil es im Endeffekt egal ist, ob du Monster spielst. Du kannst ja auch ein verdecktes Monster zerstören. Ja, genau. Die fünf Karten sind alle nutzlos. Zwei Monarchen und drei Karten, die mir nichts bringen. Okay. Machen wir erstmal dich. Ich habe noch Rangsteigerung auf der Hand, also ich hätte jetzt auch den Typen da upgraden können. Bei ihm. Ja, der wird auf Stufe 8. Den beschwöre ich eigentlich so selten. Gut, dann würde ich sagen, bewerten nicht vergessen, weiter geht's im nächsten Part. Ciao. Tschüss.